In der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten trifft Flo eine schwere Entscheidung. Bei Flo, Pauline Afaya und Jonas, Felix van Deventer, könnte es in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten aktuell nicht besser laufen. GZSZ, Flo und Jonas halten zusammen als Flos Unternehmen vor dem Ausstand, weil eine Berliner Mall, die zu den größten Kunden ihrer Security-Firma zählte, Bankrott anmelden musste, merkte sie, dass sie sich wirklich auf ihren neuen Freund verlassen kann. Ich weiß, du willst alles allein schaffen, aber du bist nicht mehr allein, ließ Jonas sie wissen, bevor er ihr zur Überbrückung der Durststrecke eine größere Summe Geld lieh, damit sie ihre Mitarbeiter weiter bezahlen kann. GZSZ. Flo bewährte sich dank Marens, Eva Mona Rodekirchen, Unterstützung bekam Flo wenig später den Auftrag für das Sicherheitskonzept des Fair Fashion Runway und rettete ihre Firma so aus eigener Kraft vor dem finanziellen Ruin. Und nicht nur das. Schon während der Eröffnungsveranstaltung konnte sie sich bewähren und sowohl Katrin, Ulrike Frank, als auch Emily, Anne Menden, vollends zufriedenstellen. Doch wer meint, dass ihre Probleme damit ein Ende gefunden haben, der irrt sich. Tatsächlich wird es demnächst noch viel schlimmer. Achtung! Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am Dienstag, 6. August um 19.40 Uhr im Free TV zeigt. Beim Streamingdienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen. GZSZ. Flo und Jonas träumen von der Zukunft. Flo wickelt die Security des FFR ab und inspiriert mit ihrem Erfolg Jonas, der sich wieder mehr seiner Musikkarriere widmen will. Für den DJ ist der erste Schritt Richtung Erfolgsspur ebenfalls getan. Eine große Plattenfirma will, dass er nach dem Mega-Erfolg des Tracks Falling ins Studio geht, um ein ganzes Album aufzunehmen. Und natürlich ist Flo für ihn beim Schreiben der Songs die große Inspiration. Ja, die beiden träumen bereits von einer erfolgreichen Zukunft, als Flo eine schockierende Entdeckung macht. GZSZ, Flos Buchhalter hat sie betrogen. Wie wir aus der offiziellen GZSZ-Vorschau erfahren, bemerkt Flo Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto. Als sie Jonas seine 15.000 Euro zurücküberweisen lassen will, stellt sie fest, dass ihr Buchhalter sie betrogen und abgezockt hat. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.